Ich heiße Luise Stobel. Wir sind eine Bauernfamilie aus Unterbertitz, ganz an der tschechischen Grenze im nördlichen Waldviertel. Wir haben einen Milchschafbetrieb und produzieren Schafmilch und natürlich auch Zuchttiere. Wir sind große Speiseeisliebhaber und das gekaufte Eis hat uns nicht mehr geschmeckt. So begann ich, Speiseeis mit einem Konditor gemeinsam zu produzieren und der Verkaufserfolg war sehr gut. So bin ich zur Firma Stöller gekommen und habe voriges Jahr einmal einen Probelauf mit der Eisproduktion begonnen. Meine Erfahrungen mit Speiseeis sind sehr gut. Ich habe mir Kunden aufgebaut in Drosendorf, in Geras, in Schrems und wir haben in Raps einen Eisstand gemeinsam mit Hotel Der, wo wir jeden Nachmittag Eis verkaufen. Die Speiseeisproduktion für andere Direktvermarkter ist sehr zu empfehlen. Man kann den Milchüberschuss verarbeiten und man kann regional die Kunden mit regionalen Speiseeis versorgen und man hat auch nur natürliche, naturnahe Produkte im Eis. Es ist ein sehr bekömmliches Eis, das man sehr gut verarbeiten kann.